sehr verehrten Damen und Herren, wir begrüßen Sie hier beim IKEA Kunden-Bullshit-Bingo und da drüben präsentieren wir Ihnen eine Umtauschecke und wir haben Nummer R156 und jetzt kommen wir zurück zu der Zwischenstand. Hier drüben am Schalter 1 und Schalter 2 haben wir erst vor kurzem eingecheckt. Johnny 1 und die Umtauschkraft Nummer 2. Der Kundenansturm ist groß. Wir haben R156 und momentan sind heiß im Rennen die Nummer E022 auf Schalter 1 und K036 auf Schalter 2. Auf Nummer 4 sehen Sie zwar hier auch Nummern, jedoch keine Kassakraft. Nein, die hat vorher ausgecheckt. Ganz eine schiere Szene in der zweiten Halbzeit beim Warten hier, meine Damen und Herren. Es sieht wirklich nicht gut aus. Aber wir hatten R155, aber mit R156 wurden wir schon ausgebotet und mit E022 und K036. Ja, ja, meine Damen und Herren, Sie glauben es nicht. Es ist unwahrscheinliche Szenen sich hier abspielen im Kunden-Bullshit-IKEA-Bingo. Und wir sehen hier, meine Damen und Herren, wir sehen hier eine Kraft, eine Kassakraft anmarschieren. Aber nein, 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 sie geht nicht zum Umtauschschalter. Wir müssen mit zwei für so viele Kunden auskommen. Ich kann diese Szenen gar nicht beschreiben. Wir warten weiter. Aber bleiben Sie dran, nach einer kurzen Werbeunterbrechung gehen wir wieder in die Vollen. Meine Damen und Herren, es ist unwahrscheinlich, die Nummer 156 ist ausgerufen worden und Frau Blechinger startet mit dem Umtauschgegenstand des Vertrauens zu Schalter Nummer, was ist es, 1. Die Szenen sind sehr, sehr gut, die Chancen stehen gut, sie steht modern allein, weil jetzt kümmert sich ein Mitarbeiter um den Umtauschgegenstand. Wird es möglich sein, ihn umzutauschen? Es war Abverkauf und die Frage, die sich hier stellt, ist letztendlich, können wir es schaffen, meine Damen und Herren? Können wir es schaffen? Noch ein paar Worte vom Gewinner des Umtauschaktion. Hat es funktioniert? Ist der Gegenstand zurückgegeben worden? Ja, und ich habe einen Gutschein erhalten. Wir haben nur 20 Minuten gewartet und es wurde ein Gutschein ausgestellt. Meine Damen und Herren, vielen Dank fürs Zuschauen und wir wünschen Ihnen noch einen schönen Abend.